hier drin versteckt hat. Ich glaube, das ist kein großes Ferrero-Küsschen. Ich glaube, das ist ein Kristall. Ein goldener Ball, eine goldene Kugel. Mal sehen, was das zu bedeuten hat. Ja, Arsch. Möchtest du den mal kurz halten? Ich habe was verloren. Und verdammt. Aber hier ist ja noch viel mehr in dem Sack. Was ist denn das? Eine Mikrofone. Ja, Mann. Eine Mikrofone. Das ist ein Mikrofon und das darfst du mal halten. Tom. Setz dich bitte hin. Und jetzt kommt das Allergrößte, was ihr gesagt ist. Aber ich glaube, die ist ganz verschüchtert. Und wenn die Jungs jetzt da so laut sind, dann kommt die gar nicht raus. Die hat sich jetzt erschrocken, weil hier so viele Kinder sind. Mal sehen, ob sie noch mal rauskommen. Ja. Soll ich dir vielleicht mal ins Ohr flüstern, dass die gar keine Angst haben braucht? Vom Froschkönig. Wer hat denn die goldene Kugel? Ich. Darf ich die mal haben? Es war einmal, vor langer, langer Zeit. Da stand auf einem hohen Berg ein großes Schloss. Und in dem Schloss, da wohnte ein König. Und der König hatte eine Tochter und das war eine echte Prinzessin, genau. Und das Lieblingsspielzeug von der Prinzessin, das war eine goldene Kugel. Und an einem schönen Sonntagmorgen, da ging die kleine Prinzessin mit ihrem Lieblingsspielzeug spazieren in den Garten und sie sang ein Lied. Ich bin zu klein für die Welt. Und warf die Kugel hoch und unter. Und hoch und unter. Dann setzte sie sich an einen und warf die Kugel hoch. Und platsch, da ist die Kugel in den Brunnen hineingefallen. Da fing die Prinzessin an zu weinen. Aber zum Glück kam ganz plötzlich ein Frosch daher. Quack! Königstochter Jüngste, warum weinst du denn? Weil ich meine goldene Kugel verloren habe. Quack! Soll ich nach der Kugel tauchen? Ja bitte, sagte die Prinzessin. Und der König, Quatsch, der Frosch, sagte noch, aber dafür musst du mir versprechen, dass ich bei dir essen und schlafen darf. Aber natürlich, das verspreche ich, sagte die Prinzessin. Und der Frosch tauchte. Quack, bitteschön. Und die Prinzessin lief ganz, ganz, ganz schnell zum Schloss. So schnell, dass der Frosch gar nicht hinterher kam. Und es gab schon Abendbrot im Schloss beim König. Und sie aßen von goldenen Tellerchen. Da klopfte es plötzlich an die Tür. Nanu, sagte der König, hast du noch jemanden eingeladen? Aber wer klopft denn so spät noch bei uns? Da machte der König die Tür auf. Er guckte nach unten und da saß ein kleiner Frosch. Da erzählte der Frosch, dass die Prinzessin ihm versprochen hatte, dass er bei ihr schlafen und essen darf. Da sagte der König zu seiner Prinzessin,
Das muss aufhalten. Komm rein, sagte der König. Und der Frosch setzte sich an den Tisch. Und die Prinzessin, sie schüttelte sich, weil sie sich so sehr geekelt hatte vor dem Frosch. Und als es schon ganz spät war und der Frosch alles aufgegessen hatte, da sagte die Prinzessin, jetzt bin ich aber müde. Dann musst du wohl schlafen gehen, sagte der König. Und die Prinzessin ging in ihr Zimmer, wollte sich gerade aufs Bett legen. Da kam der kleine Frosch und wollte ihr hinterher springen. Da nahm sie den Frosch in die Hand und warf ihn mit Schwung an die Wand. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann gab es einen riesen Donner und Blitz und ein Gewitter. Und der Frosch verwandelte sich in einen wunderschönen Prinzen mit einer echten goldenen Krone auf dem Kopf. Und da fragte der Prinz die Prinzessin, willst du mich heiraten? Ja, sagte die Prinzessin. Dann gab es ein großes, na, was glaubt ihr? Ein Hochzeitsfest. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben die noch heute.